unsere Hochwasser-Rundreise beginnt in Fallenda. Hier auf der B42 ist immer so der erste Punkt, wo die Überschwemmung da ist. Heute Morgen wurde zunächst hier die Fahrspur in Richtung Koblenz, also so lang gesperrt. Und jetzt ist auch runter in Richtung Neuwied alles dicht. Jetzt im Moment also keine Durchfahrt mehr durch Fallenda möglich. Das wird auch so bleiben. Wir sind derzeit bei einem Pegelstand von 6,71. Erwartet werden bis zu 7,20 Meter. Dann müsst es also so ungefähr bis hier zum Knie stehen. Und dann steht es nicht nur mir bis zum Knie, sondern den Politikern da drüben das Wasser bis zum Hals. Und das schon vor der Wahl. Wir schauen mal weiter, was der Rhein und eventuell die Mosel denn so aktuell an Pegelständen aufweisen. Hier am deutschen Eck ist es beim Pegelstand von aktuell 6,73. Ich habe gerade noch mal aufs Handy geguckt. Noch relativ trocken, da steht zwar so die erste Pfütze, wenn man aber hier mal so quer drüber guckt, naja, das könnte so langsam hochgedrückt sein. Wobei da dann das Rätsel bleibt, ist das nun Rhein- oder Moselwasser? Hier ist es definitiv Moselwasser und bis hierhin wird es wohl auch noch kommen. Wie gesagt, die Prognose 7,20 Meter. Wenn wir mal dahinter schauen in Richtung Biergarten, da ist allerdings schon Land unter auf der Promenade angesagt. Da haben wir vor 2 Tagen noch im Trockenen gestanden und über die hochgebockten Container berichtet. Ebenfalls im Wasser drüben der Campingplatz auf der Lützeler Seite. Da war es schon richtig, alles hochzusetzen. Der steht inzwischen deutlich unter Wasser. Da wäre jetzt das Wasser eindeutig im Bistro drin. Ja, hier in Lai fehlen einige Zentimeter noch bis zur Bundesstraße. Dann würde die Mosel hier überschwappen. Durch das Gefälle rüber hat sich das Wasser hier auf den Parkplatz leicht drauf gedrückt. Zurzeit sind die Pegelstände in Trier und Cochem aber relativ stabil. Und es sind eher weniger Niederschläge gemeldet. Deswegen hier wohl zurzeit noch Entspannung angesagt. Wir schauen jetzt noch mal kurz nach Lahnstein rüber, wie die Lage da am Lahn ist, dort wo an der Lahn ist und am Rhein. Dort wurde ja gestern schon mit dem Stegbau begonnen. Wie versprochen nochmal der Blick nach Lahnstein. Gestern haben wir da unten in der Sophiengasse da hinten den Aufbau des Steges noch trockenen Fußes erlebt. Das wäre heute nicht mehr möglich. In Lahnstein steigt natürlich auch. Hier steigt aber nicht etwa die Lahn, die wir jetzt hier gerade sehen, sondern es drückt das Wasser vom Rhein hinein. An den Ortseingängen von Lahnstein ist auch schon die Durchfahrt ausgenommen. Das heißt, die Ortsdurchfahrt als vom Hochwasser betroffen und gesperrt ausgeschildert. Zurzeit funktioniert das noch, aber in der Johannesstraße sieht man schon, dass das Wasser so langsam hochdrückt unterhalb vom Theater im Nassau-Sporgenburger Hof. Da ist eindeutig der tiefste Punkt und da drückt das Wasser herein. Man sieht jetzt auch schon, dass das Wirtshaus an der Lahn mehr Wirtshaus in der Lahn ist. Der Schriftzug, der gestern noch erkennbar war, ist jetzt weg. Auch hier wird locker noch ein halber Meter mehr an Wasser erwartet. Wie es letztendlich ausgeht, das zeigen vor allem weitere Niederschläge. Zurzeit die Prognose relativ gut, genauso wie das trockene Wetter hier. Das lässt hoffen. Allerdings sinken die Werte relativ langsam im Moment und für Dienstag, Mittwoch sind neue Niederschläge gemeldet, sodass es weiter spannend bleibt, wie die Lage sich an Rhein und Mosel entwickelt. Wir bleiben für Sie auf jeden Fall dran.